Moin. Ich bin 3+ und wir sind hier bei Mean Tweets. Und ich werde mich jetzt durch eure Hasstiraden durchlesen. Mal gucken. Chocolino White schreibt: Gut sieht er wirklich aus, braucht aber dringend Schlaf. Augenringe bis zu den Kniekehlen. Als hättest du in die Zukunft sehen können. Schau mich an. Das trifft wahrscheinlich, traf wahrscheinlich noch nie so zu wie jetzt. Vielen Dank aber trotzdem dafür, dass ich gut aussehe. Bis zu den Knie, egal. Uab Fries schreibt: 3+ Name ist wie seine Mucke. Besserer Durchschnitt. Babam. Das ist auch ein Kompliment. L3 Ludi. Warum ist der in Interviews immer voll der smarte Typ und bei seinen Tweets denkt man, er wäre hängen geblieben? Das habe ich gescreenshottet und gepostet, weil das so ein schönes, weil das so ein schönes Zitat ist. Finde ich voll super. Ja, weil ich auf Twitter nur abspasse. So. Das ist alles. Twitter ist auch meiner Meinung nach eigentlich dafür da. Was willst du schon groß Schlaues sagen in 140 Zeichen? So, zeig mir deinen Twitter-Account. L3 Ludi. So, im Konik. Ich mag deine Texte, aber ich kann's. Ich mag deine Texte, aber ich kann's mir nicht anhören. Du hast so eine angenehm tiefe Sprechstimme. Wieso kriegst du beim Rappen so rum? So rappen halt schon diverse Leute. Aber so rappt noch keiner! Der Soundmann ist gerade 3 Tode gestorben. XBassX00145. Erstmal Props für deinen richtig dummen Namen. Der Bizeps ist nicht der einzige Muskel, den man trainieren kann. Bist du Arzt oder was? Hä? Hast du das irgendwie studiert? Woher willst du das wissen? Tapferer Toaster, seine Surferboy-Haare behindern ihn täglich. Das ist ein Zitat von mir und ich habe mir die Haare jetzt hochgesteckt und mich behindert gar nichts mehr. Tapferer Toaster. Ich kann jetzt klar sehen, ich habe Weitsicht. Kai Jerome auf dem Wasser. Alter, deine Oberarme nehmen langsam die Formen von ganzen Bundesstaaten an. Boah, ich hoffe, dem werde ich jetzt auch gerecht. Das wäre jetzt richtig scheiße, wenn ich den Tweet vorlese und dann... Ich muss ein bisschen... Okay. Jordan Harris schreibt: Du bist schon krass. Oh, was? Hallo, was ist das denn für ein Riesentext hier? Das ist auch kein Tweet. Jordan Harris schreibt: Du bist schon krass ein Lappen, 3+. Wie kannst du oder wie willst du dich mit Shirin vergleichen? Wie willst du dich mit Shirin vergleichen? Jeder macht sein Business und jemanden, großgeschrieben, ja, Caps Lock an, aufgrund der Tätigkeit, durch die er Geld verdient, irgendwie zu dissen, ist wacker. Wacker schreibt man ohne H. Als deine VBT-Runden, Junge. Jeder YouTuber, der an der Gangtour teilnimmt, hat 3-mal mehr Reichweite als du. Fang keinen Krieg an, den du verlieren wirst. Verlieren wird mit IE geschrieben. Bitch. Shirin kann dich zerstören, mein Freund. Hatewelle kann dich kaputt machen. Hochmut und Eier kommen immer vor dem Fall, du Lappen. Was ich nicht verstehe ist, Jordan Harris, warum sagst du mir das? Warum lässt du mich nicht einfach ins Messer laufen, so? Also, ich meine, im Nachhinein gab's ja kein Messer, so. Ich hab den Twitter-Krieg ja gewonnen mit keine Ahnung wie viel zu null. Die kamen ja alle an und haben alle kassiert. Aber trotzdem Dankeschön für die Warnung. So. Das mit der 3-mal mehr Reichweite ist auch eigentlich ein Grund gewesen, das sein zu lassen. So, man sollte immer vor den mächtigen Leuten einknicken. Das ist eine gute Grundeinstellung im Leben, finde ich. Henning Natter, Shoutout an Henning Natter, Fan von Tag 1, glaube ich. Liebe Grüße. Also habe ich auf jeden Fall schon oft gelesen den Namen. Macht die neue Trendfrisur. Undercut hinten zu so einem Mini-Pimmel gebunden. Maga, du kannst auch in die Zukunft sehen. Guck dir das, siehst du das? Bist du stolz auf mich? Ich hoffe, du bist stolz auf mich. Ich hab's gemacht. Isabella Buchner. Bring Album raus und dann Friseur und dann auf Tour gehen. Danke, bye. Wird gemacht. Gedulde dich noch ein bisschen.